So, hallo Leute. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr so ein Knife in Counter-Strike Source ganz leicht hinbekommt. Ihr braucht nicht viel, ihr braucht nur VT-Edit. Das bekommt ihr von dieser Seite. Link wird noch in die Description reingestellt. Und einen beliebigen Skin. Ich habe hier das Black Tactical Knife. Das sieht so aus und danach wird es so aussehen. Ja, das war es erstmal zum Anfang. Ihr braucht dann noch ein Bildbearbeitungsprogramm. Ich nehme hier Photoshop. CS5 oder CS4 ist eigentlich ziemlich egal. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich schließe hier kurz alles. So, ihr öffnet. Ihr nehmt das Black Tactical Knife. Oder einen beliebigen anderen Skin. Ich ziehe es jetzt einfach auf den Desktop. Wenn ihr dann VT-Edit installiert habt, geht ihr dann hier auf V-Models, also geht ihr, zippt ihr ganz durch, Models, Weapons, V-Models, Knife-T und hier ist das Knife. So, das war es erstmal zum Anfang. Dann File, Export und Export als TGA-File. Dann einfach auf Speichern klicken und schließen. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich es gespeichert habe. Wenn nicht nochmal. Ah, zweimal geöffnet. Export. Ah, okay. Hier ist es. Hier, Knife-T. So, Knife-T. Dann geht ihr in Photoshop oder in irgendein beliebiges anderes Bildbearbeitungsprogramm und klickt einfach auf Öffnen. So, ab der Stelle werde ich mich jetzt muten, denn ihr wollt ja nicht sehen, wie ich das hier alles mache. Ich werde es jetzt halt schneller machen. Bis gleich. Also, das ist jetzt halt der kleine Knife-Skin von mir, wo ich jetzt schnell gemacht habe. Und ja, wenn ihr dann auch fertig seid mit dem Bearbeiten von eurem Knife-Skin, geht ihr auf Datei, Speichern unter, dann sucht euch einen Speicher aus. Ich mache jetzt erstmal einen neuen Ordner. So, Tutorial.
und speichert es als Targa oder TGA. Einfach auf Speichern gehen und auf OK. So. Jetzt habt ihr, Moment, hier habe ich mein Tutorial. Jetzt öffnet ihr wieder VTF Edit, geht auf Import, sucht euch euren Ordner oder einfach auf dem Desktop, wenn ihr es gespeichert habt, sucht ihr euch das aus. Hier Tutorial, öffnet es, klickt einfach auf OK, lasst alles so, dann seht ihr hier euer Live Skin. Geht auf File, Save As, T, so, Knife-T, speichern und das war's. So, wenn ihr das dann gespeichert habt, geht hier auf Lokalträger C, Programme, Steam Apps, euer Name, Counter-Strike Source, C-Strike, Materials, Models, Weapons und dann einfach durchgehen bis Knife. So, dann seht ihr hier euer Knife, Knife T. Hier ist mein aktueller Skin. Und dann tue ich den kurz umbenennen, weil ich den sehr toll finde. So, ziehe es mal auf den Desktop und ziehe das hier rein. So, jetzt ist es drin. Jetzt werde ich euch zeigen, wie es in-game aussieht. So, ja, das hier ist das Knife. Ich habe ausgesehen das andere gelöscht, weil ich gedacht habe, Camtasia nimmt es auf. Und ja, aber so könnte euer Knife aussehen. Wenn jemand von mir ein Knife haben will, soll mir in YouTube eine PM schreiben, was draufstehen sollte. Auf der Hand, also auf dem Griff und auf dem Messerblatt. Dann werde ich das machen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, das Video kommentiert und ratet. Und ja, viel Spaß.